Du, ja, okay, cool. Komm, komm, komm. Okay, also, erstes Thema jetzt, Infovideo. Also, es geht auf jeden Fall um das Thema Stream. Yannick und ich haben Bock auf Stream. Hättet ihr da auch Bock drauf? Und dann brauchen wir noch halt die Tage. Das wollen wir auch ein bisschen mit euch absprechen. Und zwar hätten wir jetzt gesagt, sonntags nachmittags? Würde ich sagen. Sonntagnachmittags. Ja. Ja, fertig. Nee, auf jeden Fall Sonntagnachmittags. Ja, so 15, Sonntags 16 Uhr. ist, ja genau, sonntags ist halt nur das Problem bei uns. Sonntags nehmen wir in der Regel immer Podcasts auf. Der Ja. Ausweichtermin bei uns ist immer montags, aber montags ist natürlich jetzt, wo Bernd immer Sonntagabend schon Abgang macht. In seinem Traumurlaub immer. Ist dann natürlich schwierig. Aber ich meine, in der Regel, man kriegt es immer irgendwie hin. Ich meine, Ja. bis Mittwoch. Hey. Und Also sonst. sonst könnte man auch. Genau, Mittwochs haben wir uns noch überlegt. Mittwochs wäre es dann in der Regel abends. Ja. Weil Sven liebt seine Arbeit, verbringt dort gerne viel Zeit. Ich Wie brauche seinen Blick. gescheißt Ich du labern brauch kannst, seinen Blick. Ich sehe ihn, ich weiß, wie er mich anguckt. ne? Wie Und gescheißt du labern er ist dann kannst. nur mal ein bisschen länger zwischendurch, deswegen ist er da in der Regel abends. Wie lang das geht, ich sage einfach mal so Open End. Weil ich würde jetzt nicht sagen, wir streamen jetzt immer nur eine Stunde oder immer nur zwei. Das wird immer variieren. So wie es da am besten passt. Meistens immer so ungefähr, aber es wird mal so, mal so. Mal wird eine Runde dran gehängt. Das kommt immer ganz drauf an. Ob ihr auch nett Genau. seid und uns ganz viel Trinkgeld gibt. Und ja, außerdem haben wir uns gedacht, wir machen so zwei Sichten. Das heißt, Yannick wieder auf Twitch streamen und ich werde das dann Richtig. halt parallel auf YouTube streamen. Genau, Monte, falls das sieht, kannst mich gerne raiden. Hab kein Ding, hab kein Problem damit. Ja, auf jeden Fall, wir wollten halt beide Sichten machen, Genau. damit wir halt überall aktiv sind Ja, und. noch sind wir, wie es im Sportbereich heißt, sind wir noch Free Agents. Und haben deswegen noch die Freiheit, sowohl auf Twitch als auch auf YouTube zu streamen. Wenn Ben da wäre, hätte er jetzt Mixer benommen. Und Holger dann Chatroulette. Aber Oder aktuell. Facebook? Holger hat Facebook Streaming gemacht. Das sehe ich ihn. Das Spiel hatten wir uns auch schon so leicht immer überlegt. Also auf jeden Fall so, ihr werdet es ja oben rechts sehen, da so. Was für so viele Vorschläge an euch haben, was bei uns wohl am meisten passen könnte, wo ihr dann sagt, ja, hätte ich Bock drauf. Danach werden wir das uns dann auch so ein bisschen schauen, dass wir es das eben hinkriegen. Wir haben auch uns überlegt, okay, an einem Tag zu streamen, wo es auch ungefähr für die meisten auch passen würde. Dafür dann vielleicht nicht jede Woche, aber je nachdem. Vielleicht kommt mal ein Solo-Stream, vielleicht mal zu zwei, mal zu dritt. Wird Genau, mal zu immer. viert. Hey, vielleicht war Stefan dabei, wer weiß. Weiß ob Holger nochmal was macht. Auf YouTube solltet ihr auf jeden Fall dann achten. Wir haben da ja Twitch. Auf YouTube Oder haben zu wir Twitch. Twitter? Ich wollte gerade sagen, nee, auf YouTube gibt es ja dieses Diskussionsfeld, was wir. Ja. Bis, glaube ich, zweimal bisher genutzt haben oder so, weil es hochkommt. Genau. Und das solltet ihr dann ein bisschen im Auge behalten. Da werden wir dann immer sagen: Hey, heute wird es ungefähr die Zeit. Und dann, was weiß ich, wenn es Verspätung ist oder mal Absagen es gibt oder so, dass es Ja. diese Woche keines gibt, werden wir euch da immer drauf Bescheid geben. Im besten Fall einen Tag vorher. Genauer wäre es dann natürlich am gleichen Tag. Das sieht man dann immer noch. Genau, aber am besten wäre auch, wenn ihr Instagram und hier Twitter auch abonnieren könntet, weil da seid ihr dann auch mal auf dem laufenden Stand und Genau. Und auch Spielvorschläge könnt ihr auch zum Beispiel gerne machen. Ihr wisst ja, was wir alle schon so gespielt haben bisher. Ob ihr davon mal was sehen wollt, in einem Stream vielleicht oder so. Und wie gesagt, das kann immer variell werden. Zwischendurch, wir machen zum Beispiel ja keine Singleplayer-Displays. Es kann zum Beispiel sein, wenn wir ein Singleplayer-Spiel wie Stream werden oder so. Zum Beispiel sagt, okay, hey, heute ist das gekommen. Die ersten 2 Stunden gucken wir gemeinsam an oder sonst irgendwas. Es wird vielleicht nicht nur Spiele geben, wir haben auch uns überlegt, Sachen wie mit Interaktionsmöglichkeiten zu machen. Kommt natürlich genau, auch das darauf hatten an, wie wir. viele von euch denn immer da sind und so. Je nachdem wird es auch nochmal spontane Sachen dann geben. Wie halt ein Stream funktioniert, ne? Muss man euch nicht Ja. erklären. Genau. Reine Spontanität. Genau, wenn ihr gut, also wie gesagt, wenn folgt uns auf Twitch, folgt uns auf YouTube, was ihr noch nicht getan habt. Auf Twitch gibt es einen guten Streamer.
streame nur auf All Out heimlich und du kriegst das nicht mit. Ach, du bist echt. Und ja, wir werden uns dann, je nachdem wie es dann bei euch rauskommt, wenn wir dann bis dahin auf jeden Fall was Gescheites rausgesucht haben an dem Game oder so und dann auch Streamlabs soweit zum Laufen gebracht haben. Das kommt nämlich auch noch auf uns zu. Oh nee, oh da. Ich wusste das, was daran nicht gedacht hat. Oh nee, ey. Schön viel Arbeit, Sven. Gut, dass ich jetzt schon fertig habe, weil ich schon gestreamt habe. Du musst mir helfen. Ja, haut rein. Ich gehe jetzt auf, damit Sven alleine ist. Ciao. Ciao. Du bist richtig gemein zu mir, weißt du das?